Hallo, meine lieben Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist 19:30 Uhr, gleich in 10 Sekunden. Und wir wollen die Rangliste spielen, 19:30 Uhr. Und ich habe meine Rangliste, die letzte, die ich gespielt habe, ja, so katastrophal schlecht gespielt. Ich habe heute tatsächlich noch keine Rangliste gespielt. Die um 12 Uhr habe ich verpasst. Und das ist jetzt die zweite Rangliste heute. 208 gemeldete Teilnehmer. Also meine letzte Rangliste minus 116. 0 zu 2 Spiele. Ein Grand verloren mit 60. Gestern Abend um 23:15 Uhr. Und ein Kreuz ohne Zwein mit 59. Den ich übrigens selbst verloren habe. Ich habe heute mit Thomas Kinnberg telefoniert. Über 2 Stunden haben wir heute gesprochen. Und wir sind das Spiel nochmal durchgegangen. Also ich hätte das Spiel locker flockig gewonnen auf 67 Punkte, wenn ich gespielt hätte, nachdem ik geschnitten hätte mit Pik Dame, muss ich erstmal mein blankes Ass spielen und dann muss ich den Herz Buben als Trumpf spielen. Oh, es kann sein, dass ich den Ton aus habe. Ich höre nämlich hier gar nichts. Ja, stimmt, ich habe gerade den Ton ausgestellt. Wenn wir nach dem Spiel wieder anstellen, sag mal, ist das hier 0? Nee, ist keiner. Ist nur ein Kreuz. So. Ja, der Kreuz ist ja auch besser als der 0. Aber es hätte ja sein können, dass es ein Nulle wer ist. So, nach dem Spiel werden wir mal den Ton wieder anstellen. So, fällt die 10 mit? 14, okay. Bleibt da drunter. Nee, nimmt er mit. Dann müssen wir auch mitnehmen. 14. Okay, die erste Finte hat funktioniert. Die zweite. Aber jetzt habe ich Rest. Pik stand 2-2, also ich hätte tatsächlich auch schneiden können. So, jetzt werden wir erstmal kurz rausgehen und den Ton anstellen, damit ihr auch was hört. Ja, Thomas hat mir auch geraten, dass ich mich mal beim DOSKV anmelden soll, was ich auch getan habe. Habe ich erstmal eine Liste gleich erstmal Lehrgeld bezahlt, weil ich mit der Seite erstmal gar nicht klar kam. Erstmal habe ich erstmal bei einem Cent 24 Spiele habe ich 10,30 € verloren. Ich weiß gar nicht, 4 zu 3 oder was ich da gespielt habe. War ganz schön katastrophal. Also, ich weiß nicht, ich muss mich da erstmal zurechtfinden. Kein Ton in den Spielen, also kein Reizton, keine Spielansage. Irgendwie alles ein bisschen komisch. Dann, ja, ich habe dann auch erstmal nicht gesehen, wo man den letzten Stich anguckt und wo man. Ja, bestimmte Sachen habe ich einfach nicht gesehen. Manchmal habe ich die Punkte nicht gesehen. Also, es war alles ein bisschen komisch. Ja, haben wir erstmal gewonnen. 40 Augen. Ach so, ja, den Kreuz vorher habe ich ja auch gewonnen, ohne zweien Schneider. Passe. 20. Ja. Passe. Ja, ein König, den ich abgebe, eine blanke 10, eine blanke Dame ist mir zu viel für ein Handspiel. Pik ist ja insofern gar nicht so schlecht, weil ich dann eventuell meine blanke 10 nach Hause bekomme. Das war jetzt, glaube ich, nicht so toll. Die Karo 10. So, 14, 25. Oh Gott. Oh Gott.
Noch ein Karo stand. Nein, du musst doch Karo spielen. Warum denn nicht Karo? Oh Mann, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Wie kann man den so schlecht spielen, ey? Das war ja wirklich grauenhaft. Also erstmal Karo 10 verbrannt, dann Herz Ass verbrannt, dann nicht Karo gespielt, wo ich dann hätte mein Kreuz wegwerfen können. Also Katastrophe. Dass er noch den Kreuzschnitt machen kann. Also war Katastrophe. Katastrophal schlecht gespielt. Das waren drei Fehler in einem Spiel. Ja. 20. Und trotzdem gewinnt er nur mit Passe. 66 Punkten. Ich hab das Ass geladen. Da kommt eine Lusche. Ey, was ist das hier für ein Gespiele? Ey, wie scheiße kann man denn spielen? Ich hau Herz 10 rein, da kommt nicht Herz Ass. Nein, es kommt eine Lusche, dass er seine Herzlusche wegwerfen kann. Also, ey. Ist das ein Scheißgespiele? 18. Und dann laufe ich hier in so eine Büchse rein hier. Mann, 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 Mann. Oh, hoffentlich spielen sie jetzt auch so schlecht. Na gut, haben sie nicht gespielt. Passe. 18. Passe. Oh, das war eine gute Finde. Das war eine gute Finde. Karo. Herz kommt raus, perfekt. Das ist ja optimal. Besser kann das Spiel gar nicht laufen. Oh, fünf Trümpfe gegen. Okay, es kann doch besser laufen. 5 Trumpfe gegen und Herz frei. Also Herz nicht ganz frei. Ach, 0 Augen. Können wir mal abwerfen. Das darf nicht wahr sein. So ein Monster-Riese zu verlieren, ich kann's nicht glauben. 5 Trümpfe dagegen. Oh, warte, ey. Hätte ich mal besser den Herz gespielt. Da hätte er 3 Trümpfe nur gehabt. Passe. Oh Gott. 18. Passe. Ja, ich Karo. darf den Kreuzkönig nicht mit dem Trumpfkönig stechen, sondern nur mit der Trumpfdame. Da war der Fehler. Oh Gott.
Also es ist wirklich unglaublich. So ein Mist. Das ist ein 7-Trümpfer? Nee, es sind 6-Trümpfer. Wenn der nicht Kreuz 10 reinhaut, gewinnen wir auch wieder, wenn der Pik 10 reinhaut. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. Passe. Hier wird kein Spiel Passe. fehlerfrei gespielt, außer das Spiel, was wir umgedreht haben. Aber da habe ich nicht fehlerfrei gespielt. Also stimmt. Blanc. Die Aussage, kein Spiel wird fehlerfrei gespielt, ist richtig. Ja, ich weiß nicht, das Abwerfen. Warte mal, was kam da rein? Herz. Herz 10, 14. 18. Passe. 18. Passe. Kreuz. Ja, Trümpfe standen 3-3. Glück gehabt. 18? Ach, Ja. dieses Spiel ist Zwanzig? katastrophal schlechtes Spiel Ja. hier. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Passe. Ich muss hier jedes Spiel reizen, weil im Gegenspiel geht ja hier gar Kreuz. nichts. Die spielen ja so schlecht, die beiden. Das Schlimme ist ja auch, meistens ist es ja so, wenn die schlecht spielen, spielst du selber auch schlecht, weil du überhaupt nicht weißt, was die wollen. Also du kannst überhaupt keine richtigen Deutungen machen, weil jede Karte hat irgendwie, du denkst, da ist blank ausgespielt, ist nicht, ja, du denkst, der spielt Unterass, nee, ist nicht. Also du denkst, die Verzögerung hat damit zu tun, weil der keinen Trumpf hat oder so, jetzt zum Beispiel wieder. Warum? Überlegt er beim Ausspielen eine halbe Stunde. Es gibt da keinen richtigen Grund. Ich vermute mal, er weiß nicht, dass er Vorhand ist. Das war gut. Das war gut. So, verlieren kann ich nicht mehr. Ich kann höchstens noch Schneider werden. Wenn der die Pik Dame hat, nee, hat er nicht, dann sind sie raus. Passe. Nee.
Ist zu schlecht. Ich passe auch. Passe, passe. Passe. 18. Passe. Es war genau der Skat, den ich wieder drücken wollte. Also das Spiel hat für gar nichts gepasst. Nicht für ein Herz, nicht für ein Karo, nicht für ein Null, nicht für ein Grand. Der Skat war einfach katastrophal schlecht. Passe, passe. Jetzt brauche ich einen besseren. Minimal besser. Minimal besser. Peak. Zehn Augen gedrückt. Herz, Lusche, Karo. Lusche. Die haben 10, 18, 28. Dreißig, 37, 41, ich bin mir nicht sicher. Achtzehn, ja. 20, ja. Passe. Passe. 20er Reizung. Oh Gott, wieder eine ganz schlimme Finde. Peak. So, jetzt kriege ich den Trumpf vollen, weil er den nicht rausgenommen hat. Na ja, gut, so habe ich auch gewonnen. Ist egal. Passe. Passe. 18. Peak.
Na, mehr gibt's nicht. Oh Gott. Der schenkt mir noch einen Trumpfstich. Oh Mann. Oi, oi, oi. Aber wir hatten schon gewonnen. Also war es egal. Passe. 18. Passe. Er hat den Bubenüberstich hier vergessen. Grand. Es ist schon ein Phänomen. Phänomenal schlecht. Zwei Asse lagen drin. Wow. Passe. Passe. Karo. Karo Ass scheint bei Spieler 2 zu sein. Ja, das sollten wir dann ja auf meinen Pikbuben bekommen. Ja. 15. Jetzt wirft er ab. 18. Shit. Mist. Naja, kommen wir doch noch raus. Ja, der Kreuz war schlecht. Der war wirklich schlecht. Das ist 18. das letzte Spiel jetzt, Ja. ne? Dann greife ich auch nicht mehr 20. ein. Passe. Passe. Karo ohne Dreien ist mir zu teuer. Herz ohne Dreien. Null. Auvers. Das ist sehr sauber. Sechshundertsechsundfünfzig Punkte hebt meinen Schnitt wieder ein kleines bisschen, der ja gefallen ist auf 537. Was war das? 656, ne? 656 plus 7525 geteilt durch 15. 5,45. Jo, hier auf Platz 74. 5 Plätze nach oben. Ja, damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich glaube, heute wird es kein Video mehr geben. Also bis dahin sage ich ciao, macht's gut, euer Quantus.